Es gibt Neues aus der Welt von Jurassic World Rebirth. Ja, wir haben neue Setbilder bekommen. Wir haben sogar einen kleinen Clip von Jonathan Bailey selbst erhalten. Und auch ein offizielles Informationsschreiben, was ich relativ interessant finde. Wir quatschen jetzt mal hier in diesem Video über alle Sachen, die wir neu geleakt bekommen haben. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt hier reinstarten, zuallererst mal, ja, ich spreche mal eine Spoilerwarnung aus. Wir haben jetzt hier wirklich nichts gravierend Neues erfahren. Das Setbild, das wir jetzt geleakt bekommen haben, bestätigt einfach nur mehr oder weniger eine Sache, die wir auch schon mal besprochen hatten. Aber naja, es sind eben offizielle Setbilder. Das eine Setbild ist sogar wirklich offiziell von Universal gepostet worden. Von daher minimal kleine Spoilerwarnung zu der ganzen Nummer. Beginnen wir vielleicht zuallererst hier mit dem frisch geleakten Foto bzw. mit dem offiziell von Frank Marshall, dem Filmproduzenten, herausgegebenen Foto. Das ist nämlich das hier. Hier können wir sehen, wie Frank Marshall selbst vor einem mysteriösen Gebäude sitzt. Und dieses Gebäude kennen wir tatsächlich auch schon aus einem anderen Bild, das wir aus den Leaks kennen. Damals haben wir das aber eher von oben gesehen. Hierbei handelt es sich allen Anschein nach um ein Ingen-Geheimlabor. Ja genau, in diesem Labor sollen unter anderem bestimmte Experimente mit Dinosauriern stattgefunden haben. Und des Weiteren wissen wir auch, dass das hier nicht das einzige Gebäude sein wird, das wir in diesem Film zu Gesicht bekommen. Nein, tatsächlich wurde jetzt offiziell bestätigt, dass das nur eins von vielen Gebäuden ist. Und Fans gehen jetzt logischerweise davon aus, dass wir in Jurassic World Rebirth ebenfalls, genau wie in The Lost World Jurassic Park 2, so ein Arbeiter-Village, eine Stadt für die Mitarbeiter dieser Wissenschaftsanlage sehen werden. Ebenfalls soll es sich auch hierbei um den Ursprung dieses geheimen Experiments handeln, was uns ja schon die Plot-Synopsis irgendwie so ein bisschen angedeutet hat, denn da ist ja die Rede davon, dass unsere Helden ein Geheimnis entdecken oder ein Geheimnis lüften, das schon seit Ewigkeiten verborgen wurde. Unter anderem ist jetzt hier eine sehr interessante Theorie zu dieser Geschichte aufgeflackert, nämlich soll es angeblich, da haben wir aber noch keine Bestätigung dazu, angeblich darum gehen, dass wir hier auf einer Insel sind, nicht Isla Sorna, nicht Isla Nublar, nein, wirklich eine Art von Anlage C, also eine dritte Insel, auf welcher die Ureinwohner, die hier gelebt haben, nicht von der Insel weggeschafft wurden, wie es hier auf der Isla Nublar der Fall gewesen ist. Da wurden ja die ganzen Ureinwohner umgesiedelt, damit John Hammond da seinen Jurassic Park aufbauen konnte. Auf dieser Insel jetzt hier sollen aber genau diese Mitarbeiter tatsächlich dazu gezwungen worden sein, mit an den Machenschaften von Ingen zu arbeiten. Also ja, die wurden scheinbar versklavt. Sollte das alles stimmen? Das sind einfach nur so ein paar Fangerüchte, die da rausgeschossen wurden zu der ganzen Nummer. Es bleibt abzuwarten, ob wir wirklich so eine düstere Story bekommen, was wir jetzt aber eben offiziell von Frank Marshall bestätigt bekommen haben. Das hier ist ein Ingen-Labor, das wir eben im Film zu Gesicht bekommen. Und dieses Set ist übrigens auch von innen ausgebaut. Also da kann man reingehen, was Sinn ergibt. Ja, wir werden also auch da drin so ein bisschen Dino-Action erleben. Und irgendwie muss ich da an Jurassic Park 3 denken. Und ey, man kann von Jurassic Park 3 halten, was man will. Aber ich finde, dass gerade auch in The Lost World Jurassic Park 2 diese verfallenen alten Gebäude von damals, die hatten so einen gewissen Flair gehabt. Wenn wir jetzt hier in dieser gesamten Jurassic World Rebirth Plotgeschichte zum Beispiel einen Teil in diesen Maya-Tempeln verbringen und die andere Hälfte vom Film komplett in diesen abgeschotteten, verfallenen Laboren, hätte ich da auf jeden Fall unfassbar viel Spaß dran, denn ich mag diese ganzen alten Relikte, die irgendwie eine geheime Geschichte erzählen. Und wir wissen ja alle ganz genau, Ingen hatte definitiv Dreck am Stecken. Als zweites haben wir hier noch einmal Bilder bekommen vom Dreh in England. Und diese Bilder können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Hier haben wir jetzt nicht mehr allzu viel Neues zu sehen, außer eine kleine Sache. Wir sehen jetzt hier zum allerersten Mal unseren angeblichen Antagonisten von Jurassic World Rebirth. Wenn wir uns mal das Bild hier von Jonathan Bailey anschauen, dann kennen wir das im Großen und Ganzen schon. Zu Bailey kommen wir auch gleich nochmal, wenn es um den Clip geht, der von ihm persönlich auf TikTok veröffentlicht wurde. Wichtiger ist hierbei das Bild von Scarlett Johansson, die hier scheinbar an einer großen Diskussion oder irgendeiner Art von Debatte teilnimmt. Dieser Shot ist nämlich ebenfalls offiziell bestätigt vom Dreh selber. Also hier wird gerade gedreht und wir sehen ja, wie Scarlett Johanssons Figur, also Sarah Burnett, schon fast in so einer Art Angriffsstellung ist und mit irgendjemandem zu debattieren scheint. Wenn wir jetzt mal hinter Scarlett Johansson gucken, so ein bisschen links zu ihr gewandt, das hier ist der Schauspieler, der scheinbar unseren Antagonisten mimen soll. Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, ich werde ihn hier unten mal einblenden. Was
Was sehr interessant ist, möglicherweise bekommen wir ja auch so eine Art Louis Dodgson oder im Resident Evil Kosmos Albert Wesker Figur, denn er scheint zumindest hier in diesem Clip noch auf der Seite von Scarlett Johansson zu stehen. Die beide schauen ja in dieselbe Richtung zu irgendeiner Person, mit der Johansson hier gerade debattiert. Das heißt, möglicherweise kommen die alle zusammen als ein großer Einsatztrupp auf die neue Insel und dann stellt sich eben später heraus, ja, okay, der Typ hatte aber ebenfalls Dreck am Stecken, der wusste möglicherweise von mehr oder ist zumindest eben. Des Weiteren haben wir hier noch eine etwas schärfere Aufnahme von diesem Museum von innen, wo wir auch davor schon gesehen haben, dass bestimmte Dinosaurierknochen da reingebracht wurden und das Set wurde eben aufgebaut. Da sehen wir jetzt nochmal alles ein bisschen genauer. Interessant hierbei ist dieses offizielle Schreiben, das Universal selbst herausgegeben hat. Hier können wir nämlich draus entnehmen, dass der Einsatz von Pyrotechnik am Set stattfinden wird. Hier haben wir sogar ein Datum und eben eine Uhrzeit mitgelistet, damit eben die Menschen, die umherleben und die ganze Bevölkerung um das Set herum. Das Ganze wurde ja in einem echten englischen College gedreht. Das heißt, man hat hier eben einfach die Warnung ausgesprochen, ey, keine Panik, an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit, da knallt's hier halt ein bisschen. Wir werden hier Pyrotechnik einsetzen. Interessant ist hierbei die Frage, was genau soll da jetzt an Pyrotechnik verwendet werden? Denn in meinem Kopf ist Pyrotechnik immer so eine Art von Actionfeuerwerk. Mir würde jetzt nicht einfallen, wo hier auf einmal die Action losbrechen soll. Allerdings können wir aus diesem Schreiben auch nicht entnehmen, ob das wirklich auf das Set in England bezogen ist. Also ob man hier wirklich sagt, okay, in diesem College wird es dann zu Einsatz von Pyrotechnik kommen. Ich meine, ja, beide Bilder wurden tatsächlich parallel nebeneinander gepostet. Aus diesem Grund geht man irgendwie davon aus, ich kann mir da noch keinen Reim drauf machen, was da im Museum abgehen soll, dass wir jetzt hier Pyrotechnik bekommen sollen und ich hoffe nicht, dass wir zu Beginn des Films irgendwie eine Soldaten kommen jetzt rein und es gibt große Schießereien-Action bekommen. Das würde ich mir jetzt eher weniger für den Film wünschen, aber ich gehe eh davon aus, dass dieses Schreiben möglicherweise auch von einem ganz anderen Set stammt. Wir werden spätestens, wenn wir den Film sehen, erfahren. Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Clip von Jonathan Bailey selbst bekommen, der jetzt gar nicht mal so aufreibend ist. Also nein, wenn ihr jetzt euch hier denkt, oh Gott, der wird jetzt irgendwas ganz Großes spoilern und wird uns irgendwas zeigen, was wir gar nicht sehen wollen. Nee, ich kann euch schon mal von vornherein sagen, eigentlich sehen wir hierbei gar nichts, außer eben Jonathan Bailey, der irgendwo am Set sitzt. Hinter ihm ist ein Dschungel und er erzählt eben, jo, ich kann hier gerade nicht bei dieser Pressevorführung dabei sein, weil ich eben gerade noch am Dreh von Jurassic World Rebirth sitze und ja, jetzt gerade gleich auch nochmal ans Set muss, um eben eine Szene abzudrehen. Hier habt ihr mal ganz kurz einen Auszug aus dem Clip. Sending a message from the set of the new Jurassic World. I'm so sorry I can't be there today, success award. I'm filming him on the very same day and I thought I was going to get to be there, but I really want to just say thank you for the acknowledgement. Das sind jetzt also alle neuen aktuellen News zu Jurassic World Rebirth. Ist nicht allzu viel mit dabei, allerdings finde ich tatsächlich, dass dieser Engine-Bunker doch sehr interessant aussieht. Plus eben noch die Bestätigung, ja, das hier ist tatsächlich ein Teil eines Labors. Das könnte bedeuten, dass wir vielleicht doch nochmal in die Thematik Amalgam-Testing eintauchen. Ich meine, ich habe es ja schon letztens bei meiner ausführlichen Trailer-Analyse zu Jurassic World Chaos Theory Staffel 2 gesagt. Video habe ich dir mal da oben verlinkt. Dass genau diese Serie jetzt auf bestimmte Lücken eingeht, die wir uns so in den Filmen einfach hätten zusammenspinnen müssen. Jurassic World Chaos Theory nimmt jetzt einfach Sachen aus der Timeline, die im Film nie erzählt wurden, und arbeitet das nochmal in der Serie auf. Jurassic World Rebirth sollte oder könnte das genauso machen und uns hier vielleicht mit dem Amalgam-Testing ein bisschen mehr erzählen und gerade ein paar Plotlöcher aus Jurassic Park 3 damit stopfen. Wir werden sehen, ob das am Ende wirklich passiert.